Und dann habe ich so in dieser Kombination Architektur einerseits und dann diese Idee, da finden Ausgrabungen statt. Dann habe ich gesagt, Mensch, ich könnte das so ein bisschen so machen, dass ich mich als fotografische Archäologin begreife. Zwar natürlich ein bisschen ironisch, weil ich das nicht wirklich wissenschaftlich jetzt belegen kann, aber ich tue mal so und eigne mir diesen Ort irgendwo an, wie so eine Wissenschaftlerin. Und dann versuche ich dort einfach Material, Material, Material zu sammeln. Und das habe ich eben gemacht, dann auf ganz verschiedene Weise. Ich bin erst über das Gelände gelaufen und habe Dinge gesammelt, die dort liegen, die da wachsen. Und habe dann vor Ort so Stilllebenaufnahmen gemacht erstmal, Pflanzen, Steine und sowas. Und dann habe ich auch wieder Raumaufnahmen gemacht von diesen Architekturformen, von diesen Treppen. Das Ganze sieht sehr bühnenartig aus, so ein bisschen. Weil dann plötzlich vor so einer glatteren Steinwand irgendwie sich so eine Treppe hochschält oder sowas. Also das passt schon sehr zu meinen früheren Architekturaufnahmen. Und dann habe ich eben so ein bisschen angefangen, mehr zu experimentieren. Also zum Beispiel einfach mit dem Handy habe ich Panoramaaufnahmen gemacht von diesen Steinformationen und habe dann so lange Streifen rausbekommen, die irgendwie so schmal, aber so lang waren. Immer so Steine, Steine, Stein. Und ich wollte einfach lange, lange Fotostücke haben und habe die dann angefangen neu zu falten, also ausgedruckt auf Fotopapier und neu zu falten, sodass dadurch so kleine Objekte entstanden sind. Und das wollte ich auch noch weitermachen. Also das zum Beispiel mit diesem Material kann ich jetzt im Atelier weitermachen. Also das war auch so mein Gedanke, dass ich dort vor Ort zum Beispiel diese Panoramaaufnahmen sammle und dann mich hier nach den 2 Wochen mich damit beschäftigen kann. Und das ist so eine, also nur schon diese kleinen Objekte, das ist, geht natürlich jetzt weg von dem zweidimensionalen Foto, ist aber trotzdem Raum. Also es bringt das Foto in so eine Dreidimensionalität und ja, und ich wollte also kein klassisches Panorama mit Himmel und so, ne? Und ja, und das wird eben genau so auf einem Sockel, das ist ein bisschen eine friemelige Arbeit. Das ist natürlich schwierig, weil das ist fast eine etwas temporäre Arbeit, ne? Weil die wird dann auf dem Sockel so angeordnet, dass ich auch anhand dieser Ecken und Kanten das so hochtürme. Das kriegt dann ungefähr so eine Größe wie dieses hier. Und gehört so einander zusammen. Das eine löst sich auf, der Stoff zerfließt und hier baut es sich neu auf irgendwie. So war die Idee.